Tag musste tanken? Nee. Ich hab gehört, wahrscheinlich der erste, dass der Tag diese muss. Komischen Arthrosen schnell leer sind. Der Jörg hat auch einen übrigens, ne? Wo musst du denn hin überhaupt? Ja, vor allem muss nach Örebro. Warte mal, ich guck mal gerade. Schon wieder passiert. Ich guck mal gerade, Achtung, ich guck auf Karten. Bist du umgefallen oder was? Nee, nee, ich bin nur schnell gefahren. Also, warum zur Hölle? Warte mal, du musst nach welchem Kaff? Örebro. Ja, jetzt wird's dran vorbeigefahren, Spezialist. Wie heißt die Firma? Egal, wir fahren da mal hin. So. Julian einmal und Navi wenden, lesen bitte. Gleich Fragezeichen. Wir müssen einmal wenden. Warum? Hä? Ja, das hat mir mein Navi gerade eben auch gesagt, aber ich hab's nicht verstanden. Weil wir können doch auch über Linköping fahren. Kein Ausfall angezeigt. Ja, bestimmt Apple drin. Dann wär's wenigstens was Gutes, Spur. Aber so, ist es dann folgt nicht. Einfach mir, dann ich hab Ahnung jetzt. Hat der Tags auch umgestellt oder noch nicht? Nee, fahr du mal. Meins hat stellt nicht um. Fahr du mal. Tatsächlich, also ist ich finde es komisch. Mein Navi sagt mir, wenn wir auf die Autobahn gefahren sind, Fatima, los. Wo seid ihr hin? Geradeaus, gell? Ja, okay. Ja, anders geht's nicht. Ich hole euch. Ach stimmt, das ist keine Ausfahrt. Ich hole euch bestimmt ein mit meinen Andi 600 PS. Glaube ich nicht. Doch, da bin ich nämlich. Muhaha. Nee, mich hast du noch nicht. Ich glaube, wir sind gleich in Örebro. Ich bin stabil. Lange nicht. Noch lange nicht. Doch, sind wir dadurch, dass der Andi den Josh hier. Nee, ich kann ja bremsen. Andi, lass mich. Du hast mir ja nichts getan. Du hast heute freie Bahn. Ach, cool. Ich war dann schon mal vor. Ach, guck mal, mein Navi hat's gecheckt. Perfekt. Ui, toll. Ui, toll. Ich zittere schon vor Angst. Dann kann ich aber ja Tag hinterherfahren. Aber den Andi nicht auf der Strecke lassen, ne? Bleib du mal bei dem Andi. Mach du ja, mal ich Andi-Watch-Dienst. Komm da eh nicht vorbei, aus Gründen. Sehr gut, dann bleibt ihr wenigstens zusammen. Wenn du dich benimmst, kommst du schon vorbei. Und ich mache hier den Carsten-Watch-Dienst, damit der Carsten nicht wegfährt. Na, da bin ich mal trotzdem gespannt. Nicht, weil wir jetzt hier auf 110 sind. Da bin ich mal ich gespannt, mal wie lange das anhält. Es war wirklich nicht, also dadurch, dass es nicht absichtlich war, kannst du mir keine Bösartigkeit erstellen. Ja, Josh. Ich kenn das. Ja, Josh. Ich bin wirklich voll lieb. Ja, ich kenne das, Josh. Aber das wird dir nichts nützen, dass du dich entschuldigst. Josh, warte mal ab, wenn du in GTA auf mich triffst. Ich kann das Spiel vor allem auch nicht, das ist das Interessante. Dann würde er dich erstmal flachlegen, weil er eine Frau ist. Ey, was hat die für Schweine, ey? Ich bin ein Schnieker-Typ im Anzug und der Andi, der hat sich so richtigen Bumsbiene gebaut. Na, so. Das ist jetzt aber gelogen. So, geradeaus, ne? Wie er lügt, ohne rot zu werden. Das kannst du doch gar nicht sehen. Ich kenn dich, aber das reicht schon. Das ist so ein weiß-grün-rotes Jahrtag. Ah! Das sah lustig aus, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte mal gucken, wie er reagiert. Es sah lustig aus. Julian, du hast heute freie Bahn. Julian, du kannst dich nicht beschweren. Ich hab dich weder gerammt noch irgendwas getan. Hat Julian etwa eine Bahncard 100? Oh, Bahn und Züge. Du wirst gar nicht wissen, wann meine Rache kommt. Welche Rache? Ich hab dir nichts getan. Es reicht, wenn sie erscheint. Oh ja. Und was war dann mit der Alarm für Cobra 11 Fahrt auf zwei Rädern? Die gab's gratis. Ja, beleg dir mal, das ist eine coole Situation für dein Video. Die kannst du den coole? Zuschauern so, zeigen. So, rechts abbiegen. Ist die tief die coole? Ja, genau. Wird sie, wenn du erstmal drin liegst. Voll die coole. Dann war es nicht so lustig. Du hast voll freie Bahn. Nur weil ich freie Bahn habe, heißt das nicht, dass du mich passiv zum Umkippen bringen sollst. Hab ich doch gar nicht. Das war sehr aktiv, wenn ich ehrlich bin. Was war das dann bitte? Ich bin nur an dir vorbeigefahren, mehr nett. Auf dem Beifahrerstreifen. Das Beifahrerstreifen. Oben rechts oder links, Carsten? Links. Auf dem Standstreifen. Wissend, dass ich nicht in den rechten Spiegel gucke, sondern in den linken. So nenne ich die Folge, was ist Beifahrerstreifen? So heißt sie. Ja, ich spucke wenigstens Folgentitel aus. Denn das Tolle ist, ich und der Chakoten, wir haben bei einer Folge so ziemlich den gleichen Titel genommen. Echt? Ja, und zwar Carsten.exe has start running oder sowas in der Art. Haben wir beide genommen in irgendeiner Form.
Ja, Tatsache. Carsten, du stehst jetzt in 2 Folgentiteln drin. Boah, bin ich voll berühmt. Boah, voll Fame. Boah, ey, voll unglaublich. Berühmt. Oh, ich bin berühmt, ey. Oh, wie sie alle bremsen. Ja, wo musst denn du überhaupt abliefern, in welcher komischen Firma? Ich muss erstmal holen. Ja, abliefern müssen wir erstmal gar nicht. Wo musst du denn holen, an welcher komischen Firma? Keine Antwort. So, okay. Antwort. Ich muss auch nochmal zu der Werkstattfirma. Ah, okay. Ah. Und ich schlage mal vor, Andi und Josh auch. Nein. Mir geht's doch ganz gut. Wieso ich? Glaube ich nicht. Mir geht's gut. Warum mir geht's gut? Du wurdest von Josh gebumst und Josh hat dich gebumst. Also müsstest ihr eigentlich... Ja, da hat er nur meinen Fehler erwischt. Hab dann 3er gemacht. So, und ich wurde von Andi überrascht. Und da war mein Truck Das macht dich besser. Da hat sich mein Track, mein Truck so... Dein Dreck. Hat sich mein Truck so erschrocken, dass der zur Seite gekippt ist. Wenn der Chikoten das gehört hat, wie du deinen LKW genannt hast, der freut sich. Ich hab gesagt, muss in die Werkstatt. Was macht ihr hier? Oh, Andi, das ist ein Baum. Das tut weh in den Ohren. Oh. Carsten, stopp. Das sieht cool aus. Aua. Autsch. Das sieht weh. Das sieht weh. Ich will auch sehen. Ja. Exklusiv mal, bei mir und Andi auf dem Channel. Oh, ist das ein Trailer wert. Ein Dingenswert. Ein Thumbnail wert. Soll ich dir aus dem Weg gehen? Nee. Oh, jetzt fährst du mir voll in den Blick. Ihr könnt langsam wieder losfahren. Das blitzt gerade wie Sau bei mir. Baum, wir haben noch eine Rechnung offen bei Gelegenheit. Ich komm drauf zurück. Auf den Baum kommst du? Habe ich eben das Gefühl gehabt, ich müsste am Jahrtakt dranbleiben. Und dann war die Leitplanke da plötzlich da. Dann war's rum. Warum hupst denn du? Ich wollte nur hupen, aber ich vorbeifahren. Wo steht denn der Andi jetzt? Was macht ihr da? Ach so, der fährt ja noch. Ja, natürlich fahre ich noch. Ja, ich dachte, du wärst kaputt. Ja, er fährt noch. Oh, er fährt noch. Ist nicht kaputt. Fährt denn der alte Holz Andi noch? Holz Andi noch? Holz Andi. Holzbein Andi. Boah, Alter, ist dein LKW langsam, ey. Ja, nee, ich fahre einfach nur, damit du mich einholen könnt. Alter Schwede, ey. Ich hab noch was Besseres. Nee, ich will es das nicht. Oh, scharfe Kurve. Ach, scheiße hier. So, kippt denn der alte Bums an die... Musst du denn jetzt abholen? Ich muss den irgendwo abholen. Bei dieser blau-weißen Stokes ist es, glaube ich, oder wie das heißt. Ja, jetzt eh nur 2 Filme, die sind direkt nebeneinander. Carsten, du weißt schon, dass wir nicht auf der Autobahn sind? Ich warne schon, dass rechtzeitig, man nicht rechts, wenn was kommt. Nicht. Ja. Wenn du links fährst. Ey, ich hab ja rechts. Da hast du aber gut gehabt. Die erst Beinchen gehoben hat. Vor allem, was das Geilste an der Geschichte ist, Andi gewöhnt sich auf. Guck mal, der schwankt ja immer noch. Ich glaub, das Geilste, was ich gerade finde, der Andi gewöhnt sich das Josh-Lachen an, bevor irgendwas passiert. Nein! Doch! Nein! Doch! Du hast gerade einen Unfall. Doch, du hast gerade. Ist ja wohl wahr! Du hast gerade einen Unfall gebaut. Josh, gewöhnt sich nicht an. Doch, ist wohl wahr! Nein, Andi, ohne Scheiß, du hast gerade einen Unfall gebaut. Du hast ohne Scheiß so. Gelacht. Nein! Doch! Doch! Guck dir die schönen Video an! Guck dir das Video an! Minute 23, das ist der zweite Part. Minute 23. Ja, wenn es Minute ist, dann hörst du es nicht. In Minute. Ah, lustig. Ich hab mir schon so vorgenommen, ich baue heute keinen Unfall. Ja, hat nicht geklappt. Wir spielen Bausimulator. Hat nicht lange. Wo seid ihr? Ja, auf die Autobahn. Weiter vorne. Und dann immer geradeaus. Ich fahre minimal schlechter jetzt. Also. Carsten, wieso beim Pizza-Lieferservice an der Leitung, der die Bestellung aufnimmt. Ja, ich hätte gern eine große Kalzone. Ja, aber ohne Ei. Was soll ich denn dazu sagen? Ich bin in Örebröl, wo muss ich hin? Zur Werkstatt. Andi? Was denn? Zieh nicht so früh rüber. Bin ich da überhaupt nicht? Doch. Ich bin ganz geschmeidig von links nach rechts. Ja, während ich noch auf der rechten Spur war. Ganz geschmeidig. Es kann langsam aufhören zu regnen und zu gewittern, wenn ich ehrlich bin. Hier regnet es nicht und gewittert auch nicht. In Örebröl ist es wunderschön. Voll Sonnenschein hier. Voll Sonne in Örebröl. Ich sehe euch aber immer noch nicht. Ja, du kannst die auch nie sehen. Wieso? Den weißen Schildern folgen Richtung Zentrum.
Ich sag dir, wann du abfahren musst. Ich bin hier auf der Autobahn, ja. Wir sind doch aber gar keine Autos. Alter, der rechts abfahren, Andi, rechts abfahren. Rollen. Quer. Rechts abrollen. Abrollen? Abrollen. Ja, mein Motor ist schon wieder aus. Voll witzig, abrollen. Guck mal, da unten ist der Carsten, ich sehe ihn. Ja, ich bin jetzt wieder weg. Und jetzt ist er wieder weg. Aber schön hier irgendwie. In Örebrühe? Aber hier waren wir schon mal in Örebrühe. Alter Vater, ey. Dieser LKW kippt irgendwie sehr leicht. Kann das sein? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht liegt es eher an deinem Fahrstil. Andi, ich glaube nur, weil du sonst immer solche 400 PS Rasenmäher fährst und heute mal ein bisschen mehr Leistung hast, wo bist nämlich du denn 300 PS mehr. Werkstatt hat er gesagt. Das, ja, wo ist die Werkstatt, Carsten? Irgendwo in Örebro. Hinten durch. Ja, hinten durch bin ich schon lang. Ich hab sie gefunden und du nicht. Ich werde gleich da sein. Geradeaus, Andi. Ich bin schon da, in Örebrö, an der Werkstatt. Also in Örebrö bin ich auch das schon. Rot. Und das Geile ist, ich brauche keine Werkstatt. Ich brauche geradeaus durch und dann links. Ja, jetzt ist erstmal rot. Ach, scheiß auf rot, ich bezahle dir ein Bier. Du hast doch 500 Millionen. Boah, ich will auch ein Bier. Und es geht ums Prinzip. Außerdem kann ich dann nochmal eine Milchmaus essen. Der Andi frisst Mäuse und Schnecken. Und Fische. Und Fische. Wenn die alt sind, habe ich noch Knoppers und Duplo. Ja, das bin ich repariert. Sehe ich nicht toll aus? Nein. Frisch, geschält, wie aus dem Ei gepellt. Alles von Aldi. Was denn jetzt? Geschält oder gepellt? Entscheide dich doch. Das ist so ziemlich dasselbe gleiche. Nein. So? Doch. Nein. Aber ich werde jetzt mein LKW ändern, habe ich mir gerade überlegt. Ha. Okay. Julian? Ja, bitte. Wo? Ja, links und jetzt gleich rechts. Ja, und dann nochmal so geradeaus, dann fahren wir nochmal einen Meter und dann irgendwann am Ende des Tunnels. Ja, was war das, ein Tunnel? Wäre fast gerade gegen die Absperrung gefahren. Ja, du musst ja nicht tun. Wenn man hier rechts, wo ich stehe, rechts. Ich habe jetzt ein Euro 2016 Fan-LKW. Ui, toll. Ach, Carsten, das ist nicht mehr die Lackierung, die ich im Grundsatz auch gehabt habe. Also vom gleichen Farb, also nicht die gleichen Farben, nein, sondern nur die gleichen Streifen. Mann. Hatte ich ja. Leute. Ja. Yep. Soll ich mal gucken, ob ich hier eine neue Ladung kriege? Ich habe echt 100% Schaden schon. Ja, dann ist das so. Warte mal, vielleicht kriegst du, dann kannst du auch bis weiter in den Norden fahren. Hm? Aber wie in den Norden vielleicht. Das Problem ist nur, wenn du das jetzt abdingst, dann ist die weg, ne? Was? Nein. Guck mal, also wenn du diese abdingst, dann ist die weg. Ich guck wirklich mal, du kannst ja trotzdem nach Aufträgen gucken. Das ist ja das Tolle. Man kann ja trotzdem Aufträge suchen. Ach, kann man trotzdem? Auch wenn man Aufträge kannst du trotzdem. Weiß ich ja jetzt nicht. Ich mach sowas der Carsten ja nicht. Ist halt. Also ich könnte von Linköping nochmal eine neue annehmen. Aber dann fahren wir wieder Umweg. Ling oder Jöng? Linköping. Ja, über Linköping können wir ja fahren. Ling oder Jöng? Andi, wohin wäre die Abi? Also, ich fahre nach Göteborg, Andi. Vielleicht hast du von aber da auch was. Ich muss vorfahren. Göteborg, wo ist denn das? Bisschen weiter links von Jönköping und Linköping. Du kleiner Trickes. Gott, so, während er trinkt, krieg ich ihn. Wo fahren wir denn nach Göteborg lang? Über die Fähre nach Frederikshafen, Aalborg, Kiel, Hamburg, Bremen. Suche die Stille. Edinburgh, wie ist es damit? Cool, das ist genau die Richtung, super. Edinburgh. Da müsste man einen Ausschlag über Himalaya, ne, wie heißt das? Himalaya. Hazingsburg. Hirtshals. So, wo müssen wir Hirtshals ist in Ordnung, Hirtshals ist ja super. Könnte ich die neue Fracht annehmen? Ja, Hirtshals. Dann nimm sie an. Gut, dann fahre ich jetzt mal ohne Fracht so lange. Dann ist Hirtshals das so. Ist eine gute Idee. Wo musst du denn hin nach Göteborg, Herr von und zu? Herr von zu Josch muss nach Nordsen. Das ist links neben der Werkstatt. Noxen. Mhm. Nordsen. Noxen. Irgendwas mit N. Hat er die jetzt schon angenommen? Ist dein Navi, zeigt das Ding nach Hirtshals oder nicht? Ich will mal gerade gucken. Ach, da gibt's eh nur Polaris Lines, cool.
Ach, das ist die Firma mit den einfachen Einparkdingern. Direkt an der Fähre. Was? Hast du die andere abgebrochen? Nee, du musst den anderen. Ach, du hast abgebrochen, gut. Nee, ich hab ihn noch nicht abgebrochen. Ich muss erst mal. Ich fahr erst mal ein Stück weg. Das ist der Kasten. In welche Richtung? Links. Jetzt nicht mehr.